Es ist ein inszeniertes Polittheater. Donezk heute Nachmittag. In einer alten Schule in der Innenstadt gehen jene wählen, die sich von der neuen Regierung in Kiew bedroht fühlen. Dass dieses Referendum nicht frei, geheim und gleich ist, stört hier keinen. Wir haben Angst vor einem Krieg. Eigentlich ist doch schon Bürgerkrieg. Plötzlich betreten prorussische Bewaffnete das Wahllokal. Runter mit der Kamera. Hört auf zu filmen. Es gibt Leute, die hier prorussisch sind und mit Waffen hereinkommen. Das ist sehr selten. Ich glaube nicht, dass sie aus Russland sind. Das sind Ukrainer? In der Ukraine gibt es viele Waffen. Das hat Tradition. Viele, die für die neue Regierung in Kiew sind, trauen sich nicht zu wählen. Auch Irina nicht. Mein Mann hat am Nationalfeiertag auf dem Dach die ukrainische Flagge gehisst. Die Flagge hat nicht mal einen Tag geweht. Am Morgen danach wurden unser Haus und die Flagge mit Kalaschnikows beschossen. Die Angreifer kamen von zwei Seiten. Wir haben alle schreckliche Angst. Einige Gebäude in Donezk werden schon seit Wochen nicht mehr von der ukrainischen Regierung kontrolliert. Besuch bei der örtlichen Regionalverwaltung. Russlandtreue Separatisten haben sie im März besetzt. Der Eingang wird streng bewacht, aus Angst vor der faschistischen Junta, wie die neue Regierung in Kiew von den Aufständischen genannt wird. Hier hat Putins Propaganda gewirkt. Ob Obama oder Merkel, der gesamte Westen soll sich gegen Russland verschworen haben. Ihr seid alles Lügner. Ich glaube keinem Journalisten aus England und Deutschland. Ihr sagt doch nicht die Wahrheit, ihr Hurensöhne. Keiner berichtet richtig. Merkel sagt ja sogar, wir seien die Faschisten. Das Miststück hat das Jahr 1933 vergessen. Und wie das mit dem Faschismus anfing, diese Nutte. Eure Merkel ist eine läufige Hündin. Warum wollen Sie das Land in zwei Teile teilen? Das Land ist doch schon geteilt. Von unserer Regierung, von denen in Kiew, die sagen, sie seien die Führer des Landes. Aber sie sind es nicht. Das Gebäude wird von Bewaffneten kontrolliert. Filmen ist strengstens verboten. Die Kämpfer wollen nicht erkannt werden. Jeder, der das Gebäude betreten will, wird durchsucht. Die Separatisten fürchten Anschläge. Schließlich ist ein Anführer bereit, vor die Kamera zu treten. Wir sind bereit, für unser Land zu sterben. Und wir müssen aufpassen, dass dieser Krieg sich nicht auf ganz Europa ausweitet. Nach dem Sturm haben die prorussischen Einheiten Akten und das technische Equipment zerstört oder ausgelagert. Der Rest liegt in den Fluren. Von hier aus soll irgendwann eine unabhängige Republik Donezk regiert werden. Die Zeitung gibt es schon. Schauen Sie, das ist unsere neue Zeitung, die Stimme des Volkes. Damit die Menschen verstehen, was hier wirklich passiert. Wir werden die Wahrheit berichten. Wir haben keinen fremden Boden erobert. Wir beschützen unsere Familien. Wir überfallen keine anderen Häuser. Wir beschützen nur unsere Kinder und verbrennen keine Menschen, wie in Odessa. Wir sind nicht die Angreifer. Wir verteidigen uns nur. Gesichert ist das Gebäude mit Reifen und Barrikaden. Zur Abwehr eines befürchteten Angriffs der ukrainischen Armee. Nur mit einem von der Führung der Separatisten ausgestellten Passierschein werden wir durchgelassen. Fast alle Kämpfer sind maskiert. Nur einer ist bereit, sich zu äußern. Sein Name? Ivan. Er sei 32 Jahre alt. Der Wurfstern ist seine Lieblingswaffe. Wir erwarten eine Menge Angriffe und Provokationen, speziell von rechten Gruppen oder von Truppen aus Kiew. Wir sind auf alles vorbereitet. Wir werden hier bis zum bitteren Ende stehen. Aber keiner weiß, wie diese Schlacht ausgehen wird, nicht einmal die Generäle.
Nur Russen können Russen verstehen. Warum? Weil nur Russen wirklich verstehen, was Russen denken. Die Barrikaden gut organisiert. André, setz die Maske auf, verbirg dein Gesicht. Da, bitte. So sieht's aus. Die Bewaffnung der Kämpfer natürlich streng geheim. Wir rechnen nicht damit, dass sie mit Panzern angreifen. Sie sind nicht für den Häuserkampf geeignet. Sie kommen vielleicht mit Panzerfäusten oder Aufklärungsfahrzeugen. Damit können sie kommen. Wir werden sie in Empfang nehmen. Aber sie werden die Quittung bekommen für ihre Angriffe. Die öffentliche Verwaltung in Donetsk inzwischen kaum noch handlungsfähig. Neben Gebäuden der Polizei und des Geheimdienstes haben die Separatisten Anfang Mai auch die Staatsanwaltschaft mit Gewalt gestürmt und eingenommen. Der Feind, die Regierung in Kiew. Wir werden weiterkämpfen und alle Angriffe zurückschlagen. Haben Sie Waffen? Diese Information ist natürlich geheim. Auf der anderen Straßenseite die örtliche Polizei. Doch sie hat hier nichts mehr zu melden. Was machen Sie hier? Wir sind auf Patrouille. Rufen Sie die Pressestelle an und stören Sie uns nicht. Was sagen Sie dazu, dass Russen im Gebäude sind? Halten Sie uns nicht von unseren Aufgaben ab. Wir verabreden uns mit Anna und ihrem Mann. Die Modeschneiderin traut sich seit Wochen nicht mehr auf die Straße. Denn sie ist überzeugte Pro-Europäerin. Heute feiert sie mit Freunden ihren 49. Geburtstag. Der gesamte Bekanntenkreis fühlt sich in die Zeiten der Sowjetunion zurückversetzt. Die Situation wird immer schlimmer. Ich hatte noch nie so einen traurigen Geburtstag. Es ist so schlimm, ich weiß nicht, ob es noch einen nächsten Geburtstag geben wird. Wir haben furchtbare Angst. Das ist eine reale Bedrohung. Die Männer laufen mit Masken herum. Sie tragen Waffen und Knüppel. Es ist zum Fürchten. In Annas Atelier Auftragsarbeiten und neue Entwürfe. Das allgemeine Chaos für die Modeschneiderin existenzbedrohend. Wir haben keine Ordnung und keine Regierung mehr. Hier wird Anarchie ausbrechen. Mein Mann ist Straßenbauingenieur, aber an den Straßen wird ja jetzt schon nichts mehr gemacht. Verstehen Sie das? Und wem soll ich dann noch meine Kleider anbieten? Nur die Mittelklasse kann sich meine Kleider leisten. Die Leute haben dann einfach kein Geld mehr, um meine Kleider zu bezahlen. Am Freitag, ein paar Kilometer weiter. Der Tag des Sieges gegen Hitler-Deutschland. Er wird zur Demonstration für den Anschluss an Russland. Inklusive Stalin-Sprechchören. Ukrainische Fahnen, wie sonst, sind heute nicht zu sehen. Dafür marschieren pro-russische Milizen auf. Alles gut organisiert. Stellt euch da drüben auf, damit ihr alle auf den Platz raufkommt. Auch dabei schwarz gekleidete Schlägertrupps. Sie wollen ebenfalls eine neue Donetsker Republik. Und zu diesem Zweck werden gezielt Angst und Schrecken verbreitet. Kampfbereit und ganz an Putins Seite. Wir schlagen zurück mit unseren Körpern und Armen. Wir sind noch nicht bewaffnet. Aber wenn sie kommen, werden sie durch ihre eigenen Waffen sterben. Wie viele Männer für die neue Donetsker Republik insgesamt unter Waffen stehen, weiß keiner. Doch offensichtlich werden es täglich mehr. Eine weitere Demonstration der Macht. Ein offensichtlich gekaperter Schützenpanzer mit russischer Flagge vor dem besetzten Verwaltungssitz in Donetsk. Angeblich zum Schutz. Was machen Sie hier? Wir bewachen die Menschen. Haben Sie denn Angst vor Angriffen? Wir rechnen jeden Tag damit. Es herrscht Krieg auf den Straßen. Woher haben Sie das Fahrzeug? Das spielt keine Rolle. Aus Russland? Keine Ahnung. Offiziell wird das Ergebnis des Referendums erst morgen bekannt gegeben. Das Ergebnis jedoch steht schon fest. Für die Ukraine scheint Donetsk verloren.